Hi zusammen. Oh, schreitet nicht so. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, wir reiten wie der Wind, ganz geschwind und suchen nach dem nächsten Koloss auf unserer Liste. Da lang, okay. Unter dem Tempel soll er sein. Er mag Zerstörung. Seine Hobbys sind Zerstörung, lange Spaziergänge am Strand und kein Feigling sein. Nee, der letzte war kein Feigling. Bei dem haben sie, glaube ich, gesagt, ein... Na, ist er nicht? Oder so? Ich weiß es nicht mehr. Durch den Wald hier, oder wie? Ja, sieht so ab. Cool. Das ist mal eine ganz andere Umgebung. Cool. Das sieht ja echt richtig schön aus. Ich bin begeistert. Da kriegt man richtig Bock auf einen Waldspaziergang. Kommen wir da vorbei, Pferd? Ja. Gut. Na komm. Wo müssen wir denn lang? Ich habe nicht genug Sonne, verdammt. Da. Na los, was ist denn, Pferdi? Lauf. Mag hier nicht so recht im Wald. Zu viele Bäume im Weg. Ist okay, Agro. Lass dir Zeit. Wir machen das mit deinem Tempo. Ist cool. Du machst hier die ganze Arbeit. Also bestimmst du auch, wie schnell es geht. Tatsächlich da lang, Richtung Abgrund. Aber weiter kommen wir hier nicht, liebes Schwert. Da müssen wir einen anderen Weg nehmen. Ich muss mal kurz absteigen. Das Pferd macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie man bremsen kann in dem Spiel. Ups. Das ist komisch, weil sich die Steuerung verändert, wenn man nicht mehr im Pferd sitzt. Darunter sollte ich eigentlich. Kann ich darunter? Ohne, dass wir sterben, meine ich? Nee, will er nicht. Da sagt unser Charakter ganz klar nein, wenn ich einfach springe. Oh, oh, dann sagt er nicht nein. Dann stehen wir hier an der Klippe. Okay, wir leben. Das war ein bisschen komisch. Aber alles ist gut. Oh Gott, ich mache schon wieder das Spiel kaputt. Ich mache schon wieder die Spiele kaputt, Mensch. Geht auch ein bisschen respektvoller mit den Spielen um. Das war lustig. Vielleicht aber erstmal hoch hier. Ich glaube, ich habe eine super Abkürzung genommen. Kein Agro. Jetzt doch eher da so lang. Sitzt Agro jetzt wirklich da oben fest, oder wie? Weil die Kamera dreht sich automatisch dahin, wenn ich pfeife. Da müssen wir wohl zu Fuß gehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weit. Schwert, müssen wir wirklich da rein? Es könnte sein. Es sieht gut aus. Ich glaube, Agro kommt nicht mehr. Aha, okay, ja doch. Wir müssen zwar jetzt zu Fuß gehen. Sorry. Da
Das habe ich mit meiner Abkürzung ganz schön vermasselt. Oh, eine Wüste. Da muss ich gleich ein bisschen an Nier Automata denken. Da gibt es doch auch dieses riesen Wüstenlevel. Sollte ich auch mal weiterspielen. Ach, so viel. Ich muss so viel weiterspielen, ey. Ich weiß nicht wann und wie und warum. Doch, warum schon? Weil ich es will. Und muss. Ich muss, weil ich es will. Ah, na also. Ich wusste, wenn wir nur weit genug weglaufen, dann despawnt das Pferd und spawnt neu. Entschuldigung. Durch die Wüste. Wüstensturm. Wüstensturm? Sandsturm. Ist ja das Gleiche. Wenn jetzt nicht Gleichnis kommt, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie klettern oder so. Oder einen Umweg nehmen. Ich glaube schon langsam eher an einen Umweg. Ah, oder hier irgendwo rein. Ich meine, die Stimmen haben gesagt, unter einem Tempel. Vielleicht ist es wirklich ein unterirdischer Kampf. Die gehen aber auf Nummer sicher, dass man sein Pferd nicht mitnimmt. Mit den ganzen Hürden hier. Und dass man die Ausweichrolle beherrscht, wollen sie auch wissen. Okay. Muss ich jetzt etwa wirklich in einem Arena-Kampf ausweichen und so? Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier mal speichern. Ich habe noch nie gespeichert. Noch nie in meinem Leben habe ich gespeichert. Bei keinem Spiel. Aber hier sollte ich echt mal speichern, glaube ich. Oh. Oh, Kratos. Der hat Riesenhände. Und ich glaube, der ist wütend. Oh Mist, ich wollte von da oben eigentlich auf ihn drauf springen. Aber vielleicht hätte es eh nicht funktioniert. Nein, jetzt komm, mach keinen Blödsinn. Ich habe gesagt, mach keinen. Oh oh. Hat er mich jetzt aus den Augen verloren? Ich denke schon, aber bringt mir was. Der sieht echt böse und wütend aus.
Der ist kein so kuscheliger Koloss wie die anderen. Der hat keinen Bock auf mich. Und jetzt streckt er mir den Hintern raus. Ah, ich muss zu seinem Arm. Schnell. Halt dich fest. Los jetzt. Okay. Nein. Oh Gott, was ist denn jetzt? Oh nein. Ich hing doch schon an ihm. Warum denn jetzt nicht mehr? Hier bin ich. Vielleicht hätte ich an seinen Bart springen sollen. Das wäre es gewesen. Der bärtige Riesenkoloss. Gladiator wollte ich eigentlich sagen. Alles. Oh nein. Gerade wollte ich zustechen. Gemein. Ich muss Ausdauer regenerieren. Es hilft nichts. Aber wenn er mich so rumwirft, hilft es uns auch nichts. Vorsicht, Konzentration. Oh, Moment, sein Symbol am Kopf ist gar nicht mehr da. Dann müssen wir jetzt ein neues finden. In seinem Bart. Vielleicht muss ich ihm den Buckel runterrutschen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Da unten ist es. Na komm, kletter runter. Er klettert nicht runter. Ah ja, das lief jetzt ein bisschen schlecht. Vielleicht sollte ich loslassen, nochmal hochgehen, ein bisschen Ausdauer tanken und dann versuchen wir das nochmal. Jetzt stell dich doch nicht so an, du alter Schüttel... Puschelfellkerl. Okay, jetzt kommt noch ein kleines Stück. Und dann geht's schon. Ist der nervig. Hör doch auf jetzt, komm. Nein! Ah, Mist. Abgestürzt. Schnell genug komme ich nicht auf eine Plattform, auf der ich stehen kann. Ah, so kurz vorm Ziel. Aber hier war es jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr. So, der ist jetzt so gut wie erledigt. Aber halt leider nur so gut wie. Jetzt komm schon. Schau doch mal. Schau doch mal, ob ich hier unten bin. Das könnte nämlich sein. Und da fliegen die ganzen Pfeile raus. Das könnte zusammenhängen damit. Der hat so riesige Hände. Warum benutzt er die nicht, um mich einfach aus seinem Fell zu picken und zwischen seinen Fingern zu zerquetschen? Vielleicht sollte ich es nicht zu laut sagen. Ich bringe ihn noch auf blöde Ideen. Aber das wäre, was ich machen würde, wenn ich so ein Insekt auf mir hätte, das mich nervt. Und ich meine, ich bin sehr nervig. Ich bin wie eine immer wieder stechende Wespe. Und er ist allergisch.
Jetzt komm. Nein, 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 nein. Jetzt hör auf. Jetzt hör auf mit dem Blödsinn. Nein, das gibt's doch nicht. Schaut euch den an. Der schüttelt mich schon wieder ab. Ich komme nicht dazu, zuzustechen. Nein, jetzt... Hallo, halt dich fest. Da wird man wahnsinnig. Oh, ich dachte schon, ich komme nicht mehr dazu. Ich habe alles getan, wirklich. Ich habe es echt versucht. Puh. Das Grab der Riesen hieß das Achievement. Das gibt's in Dark Souls auch. Da war die Stimme wieder. Diesmal hat sie gewimmert. Ist das die Seele von dem Mädchen? Oder von dem Götzen, von dem Koloss. Okay. Neuer Titan, neue Folge. Ihr kennt die Regeln mittlerweile. Ich sage immer Titan, ich meine Koloss. Ist ja dasselbe. Ich sage jetzt danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann schnappen wir uns den nächsten. Macht's gut. Ciao.